Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärenbande. Wir sind heute beim 71. Tag, dem 25.11. und wir spielen gegen einen Meister-Zufallsgegner. Schön. Gegen Dot. Automation, Ellie. Na ja, gut. Die Map optisch. Nee. So spielerisch weiß ich noch nicht, aber optisch gefällt sie mir nicht so gut. Aber wir spielen sie trotzdem. So, wir spielen gegen Zufall. Good luck, have fun. Können wir fragen, Race. Und wenn wir nicht wissen, was es ist, machen wir halt oben zu. Random. Alles klar. Kann alles sein. Dann probieren wir es unten. Könnte Zerg sein, könnte Terraner sein, könnte Protoss sein, könnte alles sein. Also mit Pro. Also. Ich glaube, mit unten zumachen sind wir noch gerade so safe. Wie gesagt, ich finde das halt ein bisschen blöd, dass beim Random. Dass man mit einem random Gegner einfach nicht kriegt. Ach, Zerg. Gut, wir haben sogar gut reagiert. Muss jetzt nur gucken, ob er eine Echse hat. Weil ich tippe darauf, das wird ein All-In. Ja. Kann ich gleich rausgehen? Das ist auf jeden Fall ein absoluter All-In. Das könnte 12 Fuß sein. Das ist noch gar nichts. Cool hat er noch nicht. Spot on Pool. Okay, da kommen definitiv die Linge. Nichts anderes. Wollen wir noch irgendwie eine Linge kriegen? Ah, Roaches. Boah. Was mich ein bisschen nervt gerade, dass wir keine Echse haben. Ja.
hier in einem Energiefeld. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ehre den Deiner. Werden wir gebraucht. Vor Salah. Ihr habt nicht gelügt. Ach, das habe ich natürlich auch noch verbaut. Sehr schön. Ihr habt nicht gelügt, Mineralien. Nicht genügend Energie. Erneut diene ich. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. Für den Ruhm. Nur die Glorajur wird kein Kontakt sein. Also der ist auf jeden Fall sehr gut, der Spieler. Und ich bin zu blöd, den letzten Dings zu finden. Jetzt die dritte nehmen, sonst wird das hier echt nichts. Warte, wir nehmen schon eine dritte. Machen die. Glaube ich jedenfalls. So, hier ist ein Mörtel, wir holen uns jetzt eine zweite. Also eine dritte, meine ich. Mal, wenn wir sie wollen. Vorwärts! Für den
ruht. Unser Denken gleicht sich. Vergeltung wird kommen. Feindkontakt. Seinen Tod haben wir leider nicht abreißen können. Dafür haben wir seine Armee komplett gekillt. Erneut diene ich. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir bauen noch irgendwann ein paar Kolosse dazu. Hätten wir jetzt noch einen Warprison mitgenommen, hätten wir uns eigentlich nicht schaffen müssen. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also wir warten jetzt auf jeden Fall noch auf den Koloss. Ihr benötigt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Kassar an die Templar. Geht's noch dazu? Oh, Koloss. Ist gut, dass er die Dings weggeräumt hat. Brauchen wir den Pilz. Mir auf jeden Fall geholfen mit der Pylon wegräumen. Ihr habt nicht genügend. So, wie war das? Ja. Die Templari. Nimmt auf jeden Fall gerade die Inne. Also wir warten auf den zweiten Koloss. Und dann würde ich sagen, machen wir einen schönen ihn auf die Fresse. Dann will ich auch noch hier auf das eine Upgrade warten. GG. Und wir haben einen Meister Zerg besiegt. So bestimmt nicht seine Main Race. Wow, ein hohes MMR gehabt. Moment! Kurz zum Mitschreiben. Wir sind bei 4133 MMR. Und sollten eigentlich jetzt die 1 sein. Also müssen wir noch ein Spiel gewinnen. Na toll. So, mal gucken. Er war auf jeden Fall ein Protoss-Meister. Okay. Zack, ist noch nicht so weit gekommen. Okay, oh. Jetzt die Frage, spiele ich das eine Spiel noch? Komm, wir spielen das eine Spiel noch. Vielleicht gewinnen wir wieder. Und dann sind wir endlich die 1. Also, im Prinzip ja vom MMR her sind wir jetzt die 1.
ist wahrscheinlich wie so dieser Sprungpunkt. Ich denke mal, wenn wir jetzt verlieren, wird es wieder nicht. Na gucken, was wir für einen Gegner war, kriegen. Also, den Gegner haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen platt gemacht. Der war, wie gesagt, der Walzzack nicht so gut. So. Schon wieder random gespielt, jetzt fällt es mir wieder ein. Hm. So, und wir spielen gegen Protoss. Oh nö. Mirror Match. Das wird ja was. Das wird auf jeden Fall was. Warum gerade ausgerechnet ein Mirror Match? Das ist immer so. Das ist wirklich 50-50. Hm. Er lädt lange. Er lädt sehr lange. Viel zu lange. Hm. Tja, wir warten. Ne, er lädt. Gut. Er lädt immer noch. Also ich möchte das nicht rausschneiden. Los, komm. Mir fällt gerade ein, war nicht echt geplant, dass man noch einen Countdown hat, bevor das Spiel beginnt? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Das ist auch noch so eine Map, die ich nicht wirklich kenne. So, mal gucken, ob er Cannon Rush macht. Cannon Rush ist nämlich ganz schön prima. Und wir werden mit Two Gates into Flieger. Ja, spielen wir Flieger. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nein! Ich hab gedrückt. Das hat jetzt ein bisschen Dingstime gekostet, dass er nicht da war. So, ein. Vom Gegner ist noch kein Scout in Sicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das ist zu, ja. Eure Sonden werden angegriffen. Boah, was? Na, ein. Ach, naja. Da habe ich so verkackt. Peilen. Am besten hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und ich habe gar nichts gesehen von ihm. Wenn wir mit zwei Adepten eröffnen. Bauen noch einen Pfeilern. Bauen wir nicht unten. Toss. Wir werden dann nochmal zwei. Ne, wenn wir zwei Stalker weiterbauen. Und dann nehmen wir eine Echse. Ehre den Dai Lam. Ihr müsst zusätzliche. Ihr habt nicht. Fehlt halt jetzt einen Worker. Niemand kann uns. Lange nicht. Kommt auf jeden Fall nicht rüber. Also könnte sein, dass der Flieger gleich kommt. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Hat auf jeden Fall nicht zugemacht. Das wird er jetzt auf jeden Fall bereuen. So soll es geschehen. Ich bin hier in den Schatten. Feindkontakt. Ich bin hier in den Schatten. Nur die Gläubigen fühlen nicht. Unser Denken gleicht sich. Tötet jeden, der sich gegen uns stellt. Für den Ruhm. Nein, nicht da lang. Ach, naja. Die Templer. Und ich habe die Exe verkackt. Wir haben auf jeden Fall keine Fliege gesehen. Oh, ich weiß nicht, was das war. Das wo muss ich wissen, werden wir gebraucht? Por Salah. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Mist. Das war ganz schön schlecht. Ich glaube, das Spiel können wir wieder verlieren.
Und wenn wir so spät dran sind. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich weiß das nicht, ob man Flieger spielt, ne? Ich kann aber mal scouten gehen. Ich durchstreiche die Galaxis. Lauscht. Keine Flieger, sehr gut. Sha'azul, du Templari. Spielen wir Flieger? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben frei. Doch, Herr Flieger. Nee, ist auch noch nicht sauer. Faszinierend im Namen der Rache, wie ihr befehlt. Mein Lebensforschung abgebrochen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Jetzt habe ich so wenig Mineralien. Herz Instanz ist schon komplett voll wahrscheinlich. Teleportation erfolgreich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajur. Teleportation erfolgreich. Nicht genügend Energie. Teleportation. Ihr habt nicht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Na, überrascht. Ich habe schon eine dritte hat. Ihr müsst. Teleportation erfolgreich. Ich habe gerade eine angeschrieben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Teleportation. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Sie brechen durch! Hat er immer schon die Dings? Archons? Ja, müssen wir jetzt irgendwo machen. Nicht genügend. Mein Leben für Ajur! Nicht genügend Energie. Die Himmel-Teleportation erfolgreich. Verstanden. Auf den Schwingen der Gerechten. Für die Ehre. Aber rasch. Ich durchstreife die Galaxis. Ich sehne mich nach dem Kampf. Nein, soll sie die Dings entheben. Schade, das war unser Diaspiel. Sie brechen durch. Ich sehne mich nach dem Kampf. Anan Porgal. Wo verbirgt sich der Feind? Die Himmel warten. Ich hätte noch ein paar mehr Truppen bauen können. Ich bin hier.
Nicht genügend Mineralien. Erneut diene ich. Jetzt kommen wir auf jeden Fall nicht mehr hoch. Aber wir können noch Tempest spielen. Einfach nur so aus Spaß. Teleportation erfolgreich. Der Feind rückt näher. Kassar, die Templar. Ich. Das ist ja Blödsinn. Unsere Gedanken. Das ist der Blödsinn, was er hier gerade gemacht hat. Ich durchstreife die Galaxis. Das hat es eigentlich wieder geschenkt, na ja, gut. Nicht wirklich, ich bin immer noch ganz hinten. So diene ich. Ich füge mich. Na komm, wir probieren es mal. Schade. Hat's heute noch nicht geklappt. Tja, vielleicht morgen. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö, euer Mutti. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschö, tschö.